Und da bin ich auch schon wieder zurück mit Let's Play Lucifer's Call. Ich habe die Qualität ein wenig angepasst, mit der Hoffnung, dass es dadurch besser wird. Ob dem so ist, weiß ich nicht. Ich hoffe einfach jetzt nur, dass die Frames jetzt nicht weiter übersprungen werden. Denn wenn mein Video innen drin sich selber beschleunigt bzw. skippt, ist das nicht gerade angenehm. Denn dadurch ist mein Audiokommentar nicht mehr akkurat und ich kommentiere Dinge, die entweder vorbei sind, müsste richtig sein, die vorbei sind im Prinzip. Also ich kommentiere, bevor andere Events da sind und so weiter und so fort, und das ist doof. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier lang gehe. Ich laufe einfach nur. Ich könnte auch so ein Spiel mal mit Lösung spielen, damit ich genau sehe, da und da muss ich hin und das muss ich zu dem Zeitpunkt erledigt haben, aber pff, hier ist echt gar nichts. Langweiler. Okay. Gut, den Kampf lasse ich jetzt noch drin. Nach diesem Kampf werde ich rausschneiden, denn also vom Aussehen her sind jetzt hier keine neueren Kämpfe mehr drin. Das heißt, es bringt mir im Prinzip nichts, euch immer und immer wieder denselben Kampf zu zeigen, wenn er sich so oder so nur wiederholt. Dementsprechend ist das jetzt der letzte Kampf in diesem Video. Und alle Kämpfe hiernach werden rausgeschnitten. Nur für euch. Weil ich so ein netter Kerl bin. Nein, weil, ich denke mal, wenn die Kämpfe schon drin waren in einem gesamten Video und ihr gesehen habt, was abging, braucht ihr das nicht nochmal unbedingt. Deswegen werden hiernach die Kämpfe rausgeschnitten. Gut, genug zu diesem Thema. Es wird ja sonst auch irgendwann mal langweilig, wenn ich euch nur davon zuquassel. Wie war denn euer Tag so? Nein. Geht mich auch sowieso nichts an. Das ist nur mal so am Rande. Wir befinden uns also immer noch in diesem Obelisken hier. Oh, Level 42. Schön. Bewegen. Ja, bewegen ein bisschen. Feuerblocker. Negiert alle Feuerangriffe. Schon mal sehr gut. Negiert alle Geistangriffe. Ich glaube aber, meiner, den ich nehme, hat irgendwas mit Geist zu tun. Aber ich werde das hier nehmen. Oder ne, den Kriegsschrei nehmen wir. Der ist zwar ganz nett, kostet mich aber 40 MP und bei mir ist es so, ich kann es nicht haben, wenn ich MP benutzen muss. Und 40 MP ist dann nochmal eine Nummer höher, das ist dann noch nerviger für mich. So, jetzt haben wir theoretisch drei Negierungen. Alles in unserem Charakter vereint. Das ist auch schon mal sehr praktisch. Dadurch, sorgen wir auch dafür, dass diese, ich glaube Belial hieß sie, ne? Belial kann uns mit seinem Höllenfeuer nichts mehr anhaben. Was so einen Punkt im Bewegen ausmacht, das ist auch schon ziemlich interessant, denn immerhin, das war jetzt ein Kampf gegen Succubusse und ich bin jetzt immer als Erster dran. Das ist schon sehr cool. Willst du sie berühren? Ja, gib, 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 gib. Okay, was haben wir denn da? Na? Mit 4. Also um da hochzukommen, ist mir bewusst, was ich machen muss. Und wie mache ich 4? Ich meine, das Ding wird nicht unten bleiben, oder? Wenn ich jetzt hier so mache. Die Zeit ist schnell vergangen, ja. Bleibt das dann unten? Ja. Das bleibt doch da nicht unten, oder? Nee. Ha. Mit dieselbe kann ich auch nie gehen. Nein. Wie soll ich denn von da aus nach rechts kommen, bitteschön? Nee, das Ding zählt auch nicht einmal nur. Ha. Ich bin jetzt wirklich überfragt, wie ich nach rechts kommen soll. Also, das macht für mich gerade keinen Sinn für nach rechts gehen, aber zum Feuern, das ist mir bewusst, das ist ganz einfach. Das ist jetzt hier hoch, dann links und dann wieder nach oben. Das ist okay, aber dann nach rechts? Keine Ahnung. Warte mal, wo muss ich überhaupt hin? Das ist egal, scheinbar. Ja,
Das sind dann Speicherterminal. Ha. Ich bin gerade am Überlegen, aber. Was zum. Ah, ich hier schon mal. Kann es sein, dass ich gerade voll im Kreis gerannt bin? Nein, ich will mich nicht zurück teleportieren, danke. Es sieht so aus, als hätte ich mich gerade voll im Kreis bewegt. Ich glaube, ich weiß jetzt auch, wie das Rätsel eigentlich funktioniert. Falls das geht. Wenn die Zeit sich da normal mitbewegen kann, dann hätte ich da stehen bleiben können. Das müsste funktionieren eigentlich. Willst du sie berühren? Ja. Gucken wir doch mal. Dann müsste ich hier drauf gehen. Und dann warten. Also ein bisschen im Kreis dran. Mal gucken, ob das geht. Wenn das geht, dann... Nein. Würde das Rätsel sogar Sinn machen. Ansonsten verstehe ich es nach wie vor nicht. Na, funktioniert das nicht? Nein, das funktioniert nicht? Wie soll das denn dann gehen? Das erkläre mir mal dann bitte wer. Ja. Ich kann ja auch schlecht da einfach komplett drüber gehen. Oder zählt das... Ach, das zählt... Ach ja, boah. Ich bin aber auch ein Idiot. Das zählt ja auch noch rückwärts. Das heißt, 4... Ich muss auf 4 kommen, ne? 3 plus das... sind 7... Na, probieren wir einfach mal schnell aus. Ich bin aber manchmal ein dicker, fetter Idiot. So... Guck mal, was passiert. Ja, das würde funktionieren. Jetzt muss ich mir nur einen Plan überlegen, wie es geht. Gut, 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 gut. Sind 8. Ah, ich habe keine Lust zu überlegen. Ich bin einfach nur am Rumrennen. Aber wenigstens habe ich es jetzt verstanden. So. Ja, klar, macht Sinn. So, wenn ich jetzt hier drauf gehe und dann nach links und dann wieder nach rechts, dann geht das. Perfekt. Meine Güte. Manchmal bin ich aber ganz schön... ein ganz schöner Schlauchsteher. Ja, toll, und das war für nichts. Das war für einen Lebensstein in dem Fall. Also muss ich doch den Aufzug nehmen. Na toll. Na egal. Jetzt habe ich schon reingelabert, jetzt bleibt das auch wieder drin, das ist ja völlig egal. Immer dieses Gestöhne. Na egal. Okunuishi, Okunino Nushi. Oh mein Gott, ich hasse sowas. Die Idee. Die Technik ist ja gut, muss ich sagen, aber das war jetzt echt unnötig. Wen beschwören wir denn? Beschwören wir auch unseren Succubus. Unsere geliebte Succubi. Succubi, Succubu, Succubus. So. Dann machen wir das Rätsel jetzt wieder so, dass ich nach oben komme. Dann ist das denn wenigstens nach oben? Ich bin nicht im Kreis gelaufen, oder? Ne, ist nach oben. Ne? Von mir aus gut. Plöpp. Plöpp, plöpp, plöpp. Ja, ich mag dieses Ding. So. Hui. Ist das toll. Ich kann fliegen. Und jetzt?
Immer noch nichts hier. Nur sich höher gehe und da sind ganz viele Plattformen eigentlich, die man zum Fahren nehmen könnte. Und ich nehme die hier oder was? Adieu, ihr Idioten! Woohoo! Irgendwie so? Ja, toll. Total verirrt hier, aber ansonsten geht's mir gut. Irgendwann spiele ich echt mit Karten. Upsala. Nun, da das Altraum-System aktiviert wurde, kann niemand die Versammlung von Nihilo stoppen. Die Welt der Stelle rückt näher. Was wollen sie machen? Alle Patex auf die Lippen machen oder was? Die Welt der Stelle, my ass. My ass, I tell you, my ass. It's itching. Oder so. Wollte keiner wissen. Aber egal. Hey, hier ist so schön still. Ja, Mann. So, da sind wir auch schon wieder. Nach dem super kurzen Kampf. Sehr schön. Verflixt, also ist wieder. Hörst du das? Das Geschrei einer Frau, das von oben kommt? Es ist unheimlich. Ich höre nichts. Ist wahrscheinlich gut so. Würde mir Albträume machen. Lass mich raten. Toll. Grandios. Whoopie. Also der mittlere würde nach oben gehen. Na toll. Egal, jetzt habe ich den Timer nicht gestartet. Jetzt bleibst du also auch mal wieder drin. Bitte schön. Bitte danke. Kannst du ihn auch einschläfern? Naja, du könntest potenziell. Ah, negiert. Ich finde das mit den Negieren toll. Und Meditation mag ich auch. Das ist, glaube ich, sogar ein Tick stärker als eine normale Angriffsstärke. Berit, auch nicht Beria, ja. Ich ärmste, ich kann nicht gewinnen. Aber ich habe doch noch so viel vor im Leben. Ich bitte euch, verschont mein Leben für 510 Marka. Von mir aus. Wie dumm von euch, ihr seid so gut wie tot. Na pff. Wie du willst. Tschüss. Also, ich nehme eigentlich grundsätzlich immer an, wenn die irgendwas so in der Richtung machen, weil im schlimmsten Fall haue ich den nochmal auf die Ömme und dann ist auch gut. Und im besten Fall schenken sie mir was. Das ist im Prinzip mir relativ egal, ja, Succubus ist mir jetzt nicht so wichtig, da habe ich jetzt keine Lust zu heilen unbedingt. Das mache ich dann irgendwann mal. Wenn so viele von meinen Leuten sterben, gehe ich raus und renne den ganzen Obelisken nochmal offscreen wieder hoch. Soll mir auch recht sein. Hauptsache, wir kommen weiter. Plick. Achso, man kommt mit einer Plattform nach oben und die fahren dann zurück und da muss man immer wieder hin und her laufen. Kann das sein? Das ist mies. Wirklich, wirklich mies. Das heißt, ich werde einfach jetzt erstmal den richtigen nehmen. Und dann, wenn mir danach ist, noch die anderen holen. So, die dritte Plattform müsste es gewesen sein. Oh. Das ist schon wieder sehr cool. Aber potenziell sehr mies für mich. Jetzt habe ich nicht mal aufgepasst. Weil ich jetzt zu überrascht war davon. Geht das Ding gerade hoch und runter? Los. Na gut. Die zwei paar, die paar Runden drehe ich jetzt noch, damit ich voll habe. Da muss ich eh wieder runterlaufen. Das kann ich dann auch offscreen erledigen. Was haben wir da? Ein Soma. Oh, Soma ist schön. Soma ist schon mal sehr schön. Also Leute, ich renne jetzt gleich offscreen hier wieder runter. Beziehungsweise ja, ein paar Minuten habe ich noch, aber ich werde jetzt hier gleich wieder offscreen runterrennen und dann hoffen wir mal, dass wir demnächst die richtige Plattform nehmen. Ich könnte auch gucken, aber na, ist ja langweilig. Also, ich schneide jetzt einfach hier an dieser Stelle und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen. Tschüss, Leute.